Ich glaube, dass Kreativität entsteht nicht als Eingebung, sondern ich glaube, dass die unmittelbare Umgebung und der Einfluss deiner Familie und deiner, am Anfang natürlich Mutter und Vater, enorm wichtig ist, um dieses Kreativitätsgen laufen zu lassen. Je mehr dir erzählt wird, was du tun sollst, was du machen sollst und mach das nicht und tu das ja nicht und hin und her, desto schwieriger wird es, kreativ zu werden. Und im Moment ist der Tod der Kreativität der Jugendlichen, dass sie sich nur mehr Informationen holen, die bereits vorgekaut sind. Eine eigene Kreativität, etwas zu entwickeln, gibt es kaum. Ja, natürlich gibt es die noch. Ja, eine Billie Eilish oder wie immer, natürlich sind die kreativ. Aber wenn man schaut, dann sind das meistens Menschen, die, wie wir sagen, nicht normal sind. Die haben also irgendwas, entweder sind es Autisten oder sind es Komiker oder sind es allein. Und sehr viele von denen, nachvollziehbar, sind in Familienverhältnissen aufgewachsen, wo vielleicht sogar ein Elternteil gefehlt hat oder wo sie vernachlässigt wurden. Und plötzlich mussten sie kreativ werden. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich als 6-7-Jähriger in Vorarlberg aufwachsend 4 Stunden auf die Alm gegangen bin und dazwischen noch einmal eine Stunde ein Holzerl gebastelt und habe versucht, einen Fisch rauszufischen und habe Steine aufgelegt und keiner hat sich Ideen gemacht, dass der arme Bub jetzt am 6, am 7 am Abend nicht auf der Alm angekommen ist, weil wenn er nicht angekommen wäre, hätte man nicht. Ja, aber diese Eigenverantwortung, diese Kreativität und dieses Anpassungsvermögen an alle möglichen Situationen, jetzt ist es kalt, jetzt habe ich Hunger, jetzt nehmen wir ein paar Bären, ja, die wird den Jugendlichen heute einfach weggenommen. Ja? Und Kreativität und Uniformität passt nicht zusammen. Und wir sind im Leben in einer Gesellschaft, in der permanent Uniformität verlangt wird, erwartet wird und Individualität quasi in einer, was will er denn? Will er vielleicht jetzt, was ist denn mit dem? Ja, das ist das Problem, das wir in der heutigen Zeit haben. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schenk uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal.